Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von No One Lives in Heaven. Ja, als Willkommensgruß natürlich ein schönes Ständchen auf dem Klavier. Wunderbar. So, also Essen nehmen. Ist bereits leer. Okay, so. Wir müssen mal kurz gucken, hier ins Tagebuch. Wir schauen mal rein, was wir denn im Moment noch alles offen haben. Kinderarbeit ist klar, Philosophie war auch klar. Haarige Angelegenheiten. Eine Bürste muss ich noch organisieren. Aha, Quizmaster. Drei blauen Kisten, ah ja, Mathematik ist klar, Truhe im Eis ist klar. Ja, ich würde sagen, wir haben noch ein bisschen was zu tun, aber wir werden mal die Map aufdecken, dahingehend, dass wir die restlichen Häuser, die wir noch nicht gesehen haben oder wo wir noch nicht drin waren, dass wir da mal reingehen. Danke. Rausgehen. Damit wir hier auch nichts vergessen. Ich würde sagen, wir fangen mal oben an. Na, da kommen wir nicht durch, schade. Ist hier was drin? Oh, schade. Hätte ja sein können, ne? Man muss es ja immer wieder probieren. So, das ist klar. Hier, bei ihm kann man eigentlich immer noch nichts. Kann man hier eigentlich in dem Shop irgendwas kaufen? Ist doch ein Shop, oder? Ein Stand mit Angelzubehör. Ja, das ist super. Handeln. Was hat er denn so? Hat er vielleicht ein Seil? Oh, er hat eine Schnur. Ja, gekauft. Danke. Mana-Punkte, Glückspunkte, Rotfedernwurm, den werden wir wohl brauchen. Nehmen wir auch mal eins mit. Schrott und Blaubarsch. Ja, mega. Jetzt haben wir eigentlich alles zusammen, was wir brauchen. Für die Angel zumindest. So, dann schwitzen wir nochmal mit ihm. Hey, du! Okay, das heißt, wir müssen hier ins interaktive Menü zum Crafting, glaube ich. Oder können wir das auch im Inventar? Hier, Crafting. Hier, einfache Angelroute. Hammer, Hammer, Hammer. Okay, haben wir jetzt eine Angelroute? Das testen wir gleich mal. Guten Tag, ich will Apps angeln, Freund der Sonne. Angeln. Köder habe ich. Angel habe ich. Ja. Auswerfen. Aha, das Minigame, ne? Okay. Wie man die Angel einholt. Schön, dass es dann da irgendwo steht. Finde ich gut. Kann man überhaupt irgendwas machen? Ah, man kann das ziehen. Okay. Okay, kapiere ich jetzt nicht so ganz. Fange ich die denn tatsächlich oder? Ist eine gute Frage, ne?
Komm her, zier dich nicht so. Ah, der ziert sich hier ganz schön, ne? Nein, nicht abhauen, nicht abhauen. Ah, sehr gut. Okay, einmal probieren wir es ja noch, aber irgendwie schwierig. Ah ja. Oha. Ja, einmal probieren wir es noch, aber dann reicht es mir eigentlich auch schon fast bei dem Angeln hier. Ich weiß nicht, was ich gerade anders gemacht habe als vorher, aber... Okay, manchmal kann man sie einholen, manchmal nicht. Okay. Muss ich nicht verstehen. Okay. Ja, schönes Spiel. Okay, Angeln läuft nicht. So, jetzt gucken wir mal kurz. Was haben wir denn jetzt gekriegt? So einen blöden Fisch da, ne? Gegenstände, wo haben wir ihn denn? Na gut, vielleicht muss dann im Angeln erstmal besser werden, das könnte ja auch sein. Fleck, Schaufel, Hasenfleisch, Küchenrolle. Ah hier, Rotfeder. Stellt 50 HP wieder her, steigert 3 Runden deine Verteidigung. Na, so schlecht ist es nicht, ne? Köstlich im Geschmack und nahrhaft. Ja, super. Sehr schön, gut. So, jetzt machen wir eigentlich mal, jetzt kümmern wir uns mal um die wichtigen Dinge des Lebens. Also, in dem Haus dort, da waren wir auf jeden Fall schon, das ist klar. So, das ist die Kiste, die haben wir auch schon geholt. Okay, das passt soweit alles. Oha, oh nee. Auf die habe ich also überhaupt gar keinen Bock. Unterwegs sollten wir vielleicht auch nochmal das eine oder andere an Ausrüstung kaufen, oder? Vielleicht noch einen Helm oder irgendwas. Hier nochmal Schattenkuppel. Ach, zum Glück sind wir den los. Okay, nee, wir gucken mal. Können wir noch irgendwas mit Feuer? Feuer, das mögen die doch. Oh ja, das hat geil reingehauen. Boah, leck, 200 Erfahrungspunkte. Und seltsam Fleck Dietrich und Nun. Krasse Action, hey. So, bevor wir... Ich wollte eigentlich oben über die Brücke gehen, aber ich habe mir jetzt anders überlegt, weil schlafen wäre gut. Dass wir unsere Mana hier wieder aufgefüllt kriegen. So, hier ist das Casino. Reiten haben wir noch gekauft, gell? Reiten könnten wir jetzt auch, theoretisch. Hier wollte ich ja nicht gar nicht hin, ne? So, hier wollte ich hin. Was geht eigentlich hier? Ich dachte, die pflanzt da mein Zeug an, Alter. Was ist los hier? Sobald ihr den Himmel durchgespielt habt, ich will Heiltränke, Mann. Was braucht man denn für Heiltränke? Gerade mal gucken.
Weiße Blüte, Schale mit Wasser. Ja, wo kriege ich eine Schale mit Wasser her? Das ist noch die Frage, ne? Na gut. Ich komme wieder, Freund. Ich komme wieder. Und wehe, meine Heiltränke sind dann nicht fertig. So, was geht hier eigentlich? Will man da mal reingucken? Ah ja, hier war nur eine Kiste. Nein, ich nicht nochmal, danke. Das war so witzig. So, jetzt schauen wir hier mal rein. Drinnen bleiben. Wo ist denn die Waschmaschine hin? Okay. Mysteriös, ne? Sind hier alle ein Schrank, okay. Warum sind denn hier alle Schränke leer? Was ist los hier? Oh. Ja, schade. Okay, was ist das da hinten eigentlich? Das ist ein Bett, ne? Schlafen. Jo. Oh Gott, wie schrecklich. Oh, Jesus, mein Karma. Habt ihr das gesehen? Mein Karma ist jetzt richtig, richtig übel. So, weggehen. Ist doch mir scheißegal, ey. Ganz normale Wohnungspflanze, okay. Ah. Okay, haben wir hier abgeschlafen, Hammer? Jetzt haben wir dir das ganze Geld gestohlen und jetzt kannst du sich keine neue Waschmaschine gönnen. Oh Gott, sind wir Chevy. Was ist er hier für einer? Schön, dass er mich anspricht. Helft mir, ein paar Kopfnüsse zu knacken. Hä? Was für Kopfnüsse? Ihr seid ein Engel. Im Südosten befindet sich ein altes Haus, in dessen Inneren gibt es Rätsel zu lösen. Bringt mir den Inhalt der Truhen, die ihr dort findet, und ich gebe euch einen nützlichen Ausrüstungsgegenstand und etwas Gold. Okay. Waren das nicht die... Ja, das waren die... Das mit den Kugeln, ne? Ja. Ja, Mann. Gib mein Geld her, du. Gute Dienste erweisen. Du erhältst einen Hut. Oha. Oha. Wir haben einen Hut erhalten. Ich bin hin und weg. So. Tja. Der Stahlhelm. Wir haben ja sogar schon einen Stahlhelm. Lederjacke. Besseres Schild. Wir sind eigentlich gut ausgestattet, würde ich sagen. Jo. Danke, aber nein, danke. So, jetzt gucken wir mal hier rein. Was ist das hier für eine Hütte? Endlich besucht mich mal jemand. Ja, ich brauche eure Hilfe. Gibt's hier eigentlich irgendeinen NPC, der keine Hilfe braucht? Ich möchte meinen Pudding an die Wand nageln. Was? Obwohl das Unterfangen banal klingt, ist es gar nicht so einfach. Tja, ich helfe euch, ne? Schön zu sehen, dass es Leute gibt, die bereit sind, das Unmögliche zu wagen. Natürlich war der Pudding nur... Metaphorisch gemeint. Aha, aber das war euch ja sicher klar. Aha. Mein tatsächliches Problem liegt darin, dass die erlaubten Spiele im Casino als unmöglich zu hacken gelten. Doch das stimmt nicht. Für die ersten Spiele habe ich bereits einen Cheat herausgefunden. Wenn ihr wollt, verrate ich ihn euch. Ja.
setzt ihr einfach einen Speicherstand und jedes Mal, wenn ihr verliert, ladet ihr so lange neu, bis ihr auf die richtige Lösung kommt. Zugegeben, das ist kein richtiger Cheat, aber zumindest eine Möglichkeit, die ersten Spieler an den Automaten zu gewinnen und den Geldbeutel zu erhöhen. Zukang, ich habe ein Programm geschrieben, mit dem das möglich sein sollte. Leider habe ich Hausverbot im Casino, sodass ich mein Programm nicht testen kann. Ihr müsst das für mich tun. Seid ihr bereit dazu? Ich würde euch gewaltig belohnen. Schließlich könnt ihr damit so viel Geld gewinnen, wie ihr wollt. Sofern das Programm funktioniert. Gebt mir das Programm. Super, hier ist es. Probiert die neuen Spiele damit zu hacken und gebt mir Bescheid, ob es funktioniert hat. Du, das mache ich. Der Fernseher scheint kaputt. Das ist ja schade. Nichts tun. So, was haben wir hier? Ein Schrank. Nichts tun. Nö. Kann man hier die Ritterrüstung mitnehmen? Nö. Na gut, dann zischen wir hier wieder mal ab. Die sieht ein bisschen aus wie so ein Superheld mit der Maske, wa? Soll das so der Inbegriff der Hacker darstellen, oder? Haben die zu Hause auch alle so eine Maske auf? So, also, wer bist denn du? Habt ihr meine Bürste? Hier ist sie. Ah, okay, Entschuldigung. Wo finde ich die Koppel? Südlich von hier, okay. Ja, ich gehe nochmal zur Koppel, alles gut. Lass mich mal kurz bei dir reingucken. Irgendwas stimmt mit diesem Haus nicht. Mhm. Hallo, Reisender. Du kannst sprechen? Ja, allerdings nur in diesem Haus. Irgendwas scheint hier anders zu sein. Es sieht aus wie in einem Gameboy-Spiel. Keine Ahnung, wovon ihr sprecht, aber ihr habt sicher recht. Das erklärt trotzdem nicht meine sonderbare Fähigkeit. Tja, Bautzi kann sprechen. Okay, ihr findet die Antwort in der Welt der NPCs. Oh, da ist zum Beispiel, guck mal, da ist ein Teleporter. Da gehen wir mal rein, oder? Portal nutzen. Ihr dürft nicht hier sein. Alter, was bist denn du bitte? Effektiv gegen Pflanzen, fast wirkungslos gegen Wasser. Effektiv gegen Licht, Feuer, Wasser, Feuer, Schatten. Tja, was nehme ich denn? Wir nehmen die Schattenkuppel mal wieder, oder? 620! Zwei random Enemies. Okay, was soll das bedeuten? Oh, das haut ja bei ihm gar nicht rein. Alter! Okay. Ja, schade. Krass. Aber ich glaube, das war so gewollt, oder? Ja, wir schlafen mal eine Runde. Super. Gibt's hier irgendwas? Nee, Toilette, was ist das? Bilder, aha. Mhm. Ich würde sagen, wir gucken da aber nochmal rein, oder? Ich mach mal kurz Autosave. Warum ist jetzt hier alles farbig? Okay. Er glaubt mir es nicht. So, wir versuchen es nochmal. Hier, ein Portal nutzen. Zack. Ihr dürft nicht hier sein. Ist es eigentlich egal, was ich mache? Jetzt hat er nur 500 Leben. Versuchen wir mal Wind. Vielleicht bringt das was. Oh. Oh, leck. Okay, also den schaffen wir irgendwie. Alter, der hat ja nur 4 reingeklatscht. Das ist ja übel.
So, schlafen. Ja, okay, das merken wir uns hier. Okay. So, die Kirche, die hatten wir schon. Einfangen. Katze einstecken. Danke. Dann müsst ihr wohl ein Geistlicher sein, aber sowas von. Eintreten. Natürlich bin ich geistlich, was ist mit dem nicht in Ordnung? Tja. Viel los ist hier ja nicht mehr, ne? Amen. So. Okay, ich würde sagen, hier haben wir soweit alles. Also, wir haben alles soweit erkundet. Wir pflücken mal hier noch ein paar Blumen fürs Crafting. Bis wir die Schale Wasser haben, sollten wir natürlich auch einen kleinen Vorrat an Heiltränken und so anlegen, würde ich sagen. Ja, pflücken. Okay, ich würde sagen, wir gehen mal zur Koppel. Irgendwie deucht es mich, Koppel wäre gute Idee. Wer ist das? Danke, dass ihr bei mir wart und euch meine langweilige Geschichte über Herr B. angehört habt. Ja, gern, ne? Wer bist du? Hey, bleib mal stehen, Ische. Bitte helft mir, so helft mir doch. Was ist denn los? Ich bin süchtig nach Produkt. Bringt mir Produkt und ihr erhaltet, was immer ihr wollt. Ist ja ein bisschen wie ein Strich hier, du. Nimm lieber nicht mehr Produkt. Aber wie soll ich das schaffen? Ich kann an nichts anderes mehr denken. Ja, geht zur AP. Das wäre ein Anfang, aber ich glaube nicht, dass das reicht. Hier, isst Bonbons. Ich weiß nicht, ob das wirklich hilft. Betrink dich stattdessen. Wisst ihr was? Ihr habt recht. Ich werde es probieren. Ich gehe jetzt auf Entzug. Okay. Ja. Ich sag's mal so, der Nekro kann auch Suchtberatung. Also, ne, falls jemand ein Problem hat, bitte in die Kommis. Sag mal, ich habe da so gute Tipps wie, wie wär's mit Betrinken? So, ich habe die Sachen. Habe ich die? Nee, habe ich nicht. Handeln. So, was haben wir denn hier? Besserer Schild, goldener Ring, alter Hut, Blechhelm, den haben wir schon. Alte Arbeitsjacke. Mhm, Reitstiefel. Dunkelschwert, das ist das, was wir uns gegönnt hatten. Ein rostiger Ring, was bringt der denn? Der Ring ist so stark. Okay. Alter Ring. Stammt aus den 90ern. Der deine magischen Kräfte erhöht. Das finde ich gut, ne? Die Wirksamkeit der Zauber. Komm, den kaufen wir uns. Zack. Habt ihr das gesehen? Krass, oder? Ja, ich bin auch von mir überrascht. So. Fertig. War mir eine Freude. Wo finde ich das Gesuchte? Im Osten befindet sich ein Geschäft. Okay. Naja, wir müssen noch die Kisten holen. Ja, ist schon klar. Okay, wertvolle Gegenstände, wissen wir alle schon, danke. Okay, okay, okay. Nun denn, frisch ans Werk. Oh, da hat er völlig recht. So, Gegenstände, Ausrüstung hier. So, goldener Ring, den haben wir jetzt. Schuhe, wir brauchen auch noch Schuhe. Lass uns doch noch die Reiterschuhe holen. Mal kurz zwischenspeichern. Wenn ich eins gelernt habe, dann ist es ab und zu mal zwischenzuspeichern. So, komm, hey, du hast doch noch Schuhe, oder? Was, man kann seinen Wagen stehlen? Ja, cool. Handeln, Reiterstiefel habe ich doch gesehen. Gab es noch andere? Lesebrille. Mhm. Unter was fällt die denn? Zubehör? Geschick plus 2, Angriff plus 1, Mana plus 20. Inventar, okay. Warte mal, wir kaufen uns jetzt mal die Reiterstiefel. Und ich... Wanderstiefel. Ich kaufe auch mal die Lesebrille. Ich hoffe, dass man die...
als sonstiges Zubehör einsetzen kann. Ja, war mir auch eine Freude. Ciao. Ja, ciao. Keine Zeit verlieren, ich weiß. So. Ja, geil. Als Zubehör gilt die und Reiterstiefel haben wir jetzt auch. Wir haben jetzt 995 Leben. Oh, wir sollten mal pennen, sehe ich gerade. Das machen wir. Das machen wir. So, ciao. Ja, genau. Keine Zeit verlieren. So, ich würde jetzt gerne irgendwo mal schnell pennen. Was ist hier? Ah ja, genau. Hier war das. Super. Schlafen. Ja. Und dann gehen wir mal in das Police Office hier, hätte ich gesagt. Schauen wir mal rein. Dim, dim. Also das Ding sieht ja richtig schäbig aus. Zutritt strengstens verboten. Wer Satire nicht versteht, sollte draußen bleiben. So, bist du absolut sicher, dass du eintreten möchtest? Folgende Quest ist eine Beleidigung des guten Geschmacks und darauf ausgelegt, dir nicht zu gefallen. Ja, ich bin mir wirklich sicher. Obwohl der Zutritt verboten ist, seid ihr ins Polizeirevier gegangen. Anscheinend bedeuten euch Regeln und Gesetze nicht viel. Das ist gut zu wissen. Nun, da ihr einmal hier seid, könnt ihr auch gleich eine kleine Aufgabe erledigen. Es wird Zeit, die neue Polizeigesetze mit der nötigen Resonanz zu bedenken. Sprecht mit jedem Polizisten und sagt ihm, was ihr von seiner Willkür haltet. Wenn ihr alle vier Polizisten dazu bringt, nun ja, nicht mehr willkürlich zu sein, dann ist die Quest erfolgreich. Aha, okay. Ich wollte eigentlich erstmal mit ihm reden. Alter, sehen die schäbig aus, oder? Und ist bereit, gefoltert zu werden. Okay, was gibt's denn? ACAB in die Brust ritzen, Eingeweide rausreißen, Jesus Kreuzigung nachstellen, die eiserne Jungfrau nachstellen, Judaswiege nachstellen. Na, wir ritzen mal was in die Brust. Oh, höchst bedauerlich, schade. Ach, Eingeweide. Ja, am Black Friday. Der Polizist ist gestorben. Er steht für weitere Repressalien nicht mehr zur Verfügung. Enttäuscht suchst du dir den nächsten. Tja, dann machen wir, ne? Wow, ist das hardcore, ey. Kniescheibe zertrümmern, Waterboarding, Eingeweide rausreißen, Auge ausstechen. Na komm, erstmal Fingernagel. Zähne ziehen? Motiviert fährst du fort. Oh, Auge, Auge, Auge. Tja. Wie oft kann man denn hier... Der Polizist ist gestorben. Okay, Entschuldigung. Naja gut, nächster. Hey, 50-50. Man kann die aber auch gar nicht überreden, oder? Den Bleisprinkler machen, den zu ausüben, Eingeweide rausreißen, die Ketzergabel, Rattenkäfig aufsetzen, Wirkschraube ansetzen. Wie wär's denn mal mit einer Ketzergabel? Bleisprinkler? Ui, eieieiei, au, 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 au. Rattenkäfig aufsetzen. Das ist so übel.
Nun gut, hier ist die Antwort. Dein Gegner brüllt auf, nachdem du seine Finger in den Schraubstock gespannt hast. Okay, den hat's auch zerlegt. Ja, wenn ich hier fertig bin, gibt's keine Polizei mehr, wa? Tropf mit Alkohol legen. Oha. Lippen zunehmen. In seinen Lohnzettel zeigen. Komm den Gegner die Tränen. Du hast sogar etwas Mitleid. Ich zeige ihm nochmal den Lohnzettel. Komm. Du hast es mit dem... Echt? Ihr habt es geschafft. Alle Polizisten sind nun tot. Das Dorf ist wieder frei. Wir stehen auf ewig in eurer Schuld. Als Dank erhaltet ihr etwas Gold. Sprecht mich an, wenn ihr zurück wollt. Okay, das war natürlich hardcore jetzt hier, ne? Ein einfaches Sofa, okay. Unmöglich, es aufzubrechen. Schade. Oh, geil. Hier gibt es ja eine Kiste. Ah, bald haben wir alles zusammen. Geilo. Geile Münzen. Wie viel haben wir denn jetzt eigentlich? Gucken wir mal schnell. Die Münzen, die waren doch irgendwie hier oben, oder? Hier, silberne Münzen. 8. Uns fehlen noch 2. Ja, geil. Ja, das war schön hier. Das hat Spaß gemacht. Ach ja. Ich würde sagen, in Anbetracht der Zeit. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch Spaß gemacht hat, lasst mir doch ein Like da. Ansonsten sehen wir uns gleich in der nächsten Folge.